zusammen. Heute wieder mal derzeitige Favoriten, weil ich habe tatsächlich in den letzten 2 Monaten einiges getestet, das ich sehr, 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 sehr gut gefunden habe. Auch Sachen, die ich schon länger habe, aber einfach sehr oft benutzt habe in den letzten 2 Monaten, die heute unbedingt erwähnt werden müssen, weil die Sachen sind so gut. Ich habe echt, echt krass gute Produkte dabei. Ich habe hier so einen Korb mit den Produkten drin. Ich gehe nicht nach irgendeiner Reihenfolge. Ich packe mir da einfach aus dem Korb raus, was ich gerade sehe, was gerade am greifbarsten ist. Und ja, wir starten. Das erste Produkt ist mein Sephora C&E Ultra Glow Serum. Leute, diese neuen Gesichtspflegeprodukte von Sephora sind Bombe. Also ich weiß, ich höre mich bestimmt schon an wie eine kaputte Kassette. Ich glaube, Kassette ist es. Ansonsten, sorry. ich habe periorale Dermatitis, beziehungsweise ich hatte. Meine periorale Dermatitis ist komplett, Gott sei Dank, Holz. Sie ist weg. Periorale Dermatitis ist weg, aber ich habe tendenziell die Haut dafür, dass es wieder zurückkommen kann. Leute, ich konnte keine richtige Gesichtspflege verwenden in den letzten 2-3 Jahren. Also es war wirklich schlimm, wirklich schlimm. Ich habe extreme Falten dadurch bekommen, weil ich so trockene Haut habe und meine Haut nicht pflegen konnte, weil sobald ich etwas drauf gemacht habe, kam die periorale Dermatitis zurück. Das hat mich wahnsinnig gemacht. Und ja, ich habe einige Produkte hier entdeckt und dank Katja, die arbeitet beim Sephora, danke Katja, das mein ultimatives Lieblingsprodukt, also ich habe mehrere Produkte jetzt in meiner Routine, die Dermatitis ist weg, es kommt gerade nicht zurück, meine Haut sieht zurzeit extrem gut aus und ich bin einfach nur happy. Und das beste Produkt von allen ist für mich definitiv das Ultra Glow Serum. Einfach weil es so die wirklich ein Glow im Falle von weniger Textur auf der Haut verleiht, weil es der Haut auch schön Feuchtigkeit spendet, weil es so glättend ist. Also es hat wirklich es ist extrem geil auf der Haut. Ich habe in den letzten, ich weiß nicht wie lange, dass ich es jetzt nutze, ein paar Wochen, habe ich echt einen Unterschied auf meiner Haut bemerkt und das kann ich definitiv auf dieses Produkt zurückführen. Und auf folgendes Produkt, und ich weiß, dass ich jetzt vielleicht ein bisschen Hate dafür bekommen werde, weil irgendwie wird dieses Produkt sehr gehatet und die Leute sagen, das funktioniert doch nicht, aber das Wishful YoGlow Enzyme Scrub von Wishful Skin, das ist der Brand von Huda Beauty, der Gesichtspflege-Brand, und das ist in Südkorea gemacht worden, dieses Produkt. Ich finde es so geil. Ich habe ein Insta-Video hochgeladen, by the way, wo ihr auch dieses Produkt seht. Und ich habe dieses Produkt dort verwendet und ihr benutzt das einfach auf trockener Haut, also auf gereinigter trockener Haut, tragt es auf, massiert es ein und da peelt sich sowas. Ich glaube, es ist die Zellulose, die hier drin ist, es ist nicht eure Haut, aber es peelt auch eure Haut. Es macht so ein smoothes, glattes, schönes Hautfinish, also echt krass gut. Ich habe das Produkt jetzt schon mehrere Male benutzt und wie gesagt, ich konnte in letzter Zeit oder die letzten Jahre überhaupt keine Scrubs verwenden. Und das hat so einen Unterschied für mich gemacht und ich finde es echt mega gut. Also wer es einfach mal testen würde, ohne hohe Erwartungen, so war es bei mir, macht es. Ich war extrem überrascht und ich habe es jetzt definitiv in meiner Routine integriert. Dann ein weiteres Skin-Produkt und zwar ist das der NARS Tinted Glow Booster und oh mein Gott. Also, ich wollte mir dieses Ding zuerst nicht kaufen. Natty ist schuld. Ihr kennt bestimmt Natty von Bitches Love Candy. Das ist mein Engel in dieser ganzen Beauty-Community. Also, you the real one. Natty, ich liebe Natty. Ihr sollt unbedingt bei ihr vorbeischauen.
falls ihr das Video seht und falls ihr Nati noch nicht kennt, aber vermutlich kennt ihr Nati schon. Nati hat nicht aufgehört, über dieses Produkt zu sprechen und sie hatte es noch nicht mal. Sie hat permanent gesagt, sie möchte es unbedingt testen, sie will es haben, sie muss es haben. Sobald es draußen ist, muss sie es sich holen, weil sie auch diesen Charlotte Tilbury Flawless, wie heißt der? Flawless Filter? Ja, ihr wisst ja, dieses Superstar Youth Glow Model Skin Zeugs. Und ich liebe das auch. Und das hier soll, habe ich überhaupt den Satz zu Ende gesprochen? Nati liebt dieses Produkt und ich liebe es eben auch. Und Nati hat gedacht, dass das so die leichtere Version von dem sein könnte. Und wie sie recht hatte, es ist so, so verdammt gut. Ich trage es gerne als Primer beispielsweise auf oder über meinem Primer, um der Haut ein bisschen Glow zu schenken. Ich mische es auch sehr gerne mit meiner Foundation. Das hier kommt nachher auch noch. Gibt der Haut einfach so diese Radiance, diesen Glow, ohne shimmery zu sein und ohne so sheeny zu sein, sondern einfach die Textur ist Bombe. Es ist wirklich wie Butter und ich finde es mega gut. Es ist wirklich leichter als der Charlotte Tilbury Flawless Filter. Es hat nicht so viel Shine. Es ist wirklich alles ein bisschen weniger, aber es ist so ein gutes Produkt und ich kann es absolut weiterempfehlen. Dann das nächste Produkt, was ich jetzt gerade vorhin gezeigt habe, killt mich nicht. Es ist meine Pat McGrath Foundation. Ich habe ja mal eine Review darüber gemacht und ich war nicht ganz so fasziniert davon, vor allem wegen dem Preis. Die Foundation war okay für mich. Aber ich habe jetzt, nachdem ich so meine Skincare-Routine habe und meine Haut nicht mehr ganz so extrem übertrieben krass trocken ist, kann ich diese Foundation benutzen und sie ist so verdammt schön auf der Haut und vermischt mit dem Tinted Glow Booster Bombe. Also wirklich krass, krass gut. Sie ist tendenziell ein bisschen trockener. Sie hat, glaube ich, auch Alkohol drin, was nicht ganz so toll ist. Aber darum war sie vorher für mich auch nicht ganz so gut, weil sie hat sich an trockenen Stellen abgesetzt. Ist jetzt überhaupt gar nicht der Fall. Also wenn die Haut vorher gut durchfeuchtet wurde, super, sehr schön, ein natürliches Finish, Bombe. Dann wieder ein Produkt von Pat McGrath, sorry. Aber das habe ich jetzt schon eine Weile, das habe ich letztes Jahr in London gekauft, mein Pat McGrath Skin Fetish Sublime Perfection Setting Powder. Und dieses Puder ist so verdammt gut. So fein, so unsichtbar auf der Haut. Wirklich nur, es settet einfach. Es ist nicht irgendwie extrem mattierend oder austrocknend. Es ist so gut. Und ich habe jetzt auch das neue Under Eye Powder getestet von Pat McGrath. Und das, not so great, das hier ist thebomb.com. Für jemanden, der trockene Haut hat, zeige ich euch jetzt heute gleich ein paar Puder, was sehr special ist. Aber ich habe hier, ich weiß gar nicht, ob ich euch dieses Puder schon mal gezeigt habe. Ich habe hier das Too Faced Born This Way Multi-Use Complexion Powder. Ich habe das in der Farbe Cloud, weil ich bin weiß, das ist die hellste Farbe. Und dieses Puder, also ein bisschen leichter als Studio Fix. Auch ein bisschen weniger matt als das Studio Fix Puder, aber ich liebe das Studio Fix Puder, versteht mich nicht falsch. Aber dieses Puder ist nochmal so ein bisschen leichter, aber trotzdem eigentlich eine Powder Foundation. Und ich liebe es an Tagen, wo ich einfach nur eine leichte Foundation drauf habe, um mir so in der T-Zone so ein bisschen mehr Porcelain Skin zaubern möchte, dann benutze ich sehr gerne dieses Puder. Es ist so, so, so unendlich gut, auch für meine trockene Haut, sehr, sehr gut geeignet. Und ich glaube, jemand, der ölige Haut hat, wird es vor allem lieben, einfach um das ganze Gesicht zu setten und ein bisschen mehr Coverage zu geben. Ich finde es mega gut. Ich habe das auch letztes Jahr gekauft, wollte es aber in meinen Jahresfavoriten nicht zeigen. Ich glaube, ich habe es nicht gezeigt. Oh mein Gott, ich weiß es selber nicht mehr. Ich habe es letztes Jahr schon geliebt, aber ich habe es jetzt ausreichend getestet, dass ich echt sagen kann, wow, es ist Bombe. Dann habe ich hier die Love Ex Letizia Le Mac
oder Lemak, ich bin mir jetzt nicht gerade sicher. Bei mir, ich bin jetzt nicht gerade, ja, egal. Die Sculpting Glow Palette, das ist diese Palette hier. Ich habe die direkt bei Love bestellt. Ich bin ja aus der Schweiz, für die, die es nicht wissen. Und die Palette ist in der Schweiz, also ich habe es nirgends gesehen. Ich weiß gar nicht, ob es Love bei uns überhaupt gibt. Ich habe die nach Deutschland bestellt und nach Deutschland liefern lassen. Ich finde den Highlighter nicht so gut. Der ist für mich ein bisschen zu shimmery und ein bisschen zu gold. Aber der Bronzer und der Blush, wow, wow. Also echt krass, krass schön. Die Textur ist total fein. Es ist nicht so übertrieben, so bam, pigmentiert, sondern es ist wirklich schön aufbaubar. Und ich habe die Palette, seitdem ich sie habe, sehr, sehr gerne getragen. Und deshalb, ja, mein derzeitiger Favorit. Dann auch so eine Art Powder-Produkt, das ich nicht so lange habe, ist dieses Too Faced Turn Up the Light Complexion Enhancing Highlighting Palette in der Farbe Light. Das sieht so aus. Diese Palette enthält drei Töne. So ein Highlighter-Ton, dann so ein Soft-Focus-Ton und ein Dazzle-Ton. Der Highlighter-Ton ist der Highlighter, den ich jetzt gerade auf meinen Cheeks trage. So ein guter Highlighter. Er ist tendenziell ein bisschen shimmery, aber trotzdem so wenig, dass ich es perfekt finde. Er hat so diesen mega krassen nassen Glow und ich finde ihn echt krass gut. Dann dieses Soft Focus Powder benutze ich meistens so in der T-Zone, um meinem Haut noch ein bisschen Glow zurückzugeben. Und der Dazzle Highlighter, den habe ich bis jetzt noch nicht wirklich benutzt, eigentlich nur geswatcht, weil das ist dann eher so ein Highlighter, der wirklich so glitzert. Eigentlich sehr schön, er sieht total schön aus, aber ja, ich... ist nicht so mein Ding. Ich swatche euch gleich die drei Sachen hier. Also hier haben wir den Soft Focus Powder. Das ist wirklich so total leicht. Und wenn man das ausblendet auf der Haut, dann gibt das so einen Pearly Glow, eigentlich so ähnlich wie die Hourglass Ambient Lighting Puder. Und dann ja, der Highlighter, den seht ihr ja bei mir auf den Cheeks. Also wirklich sehr schön. Und der Dazzle. Ich weiß nicht, ob ihr das jetzt hier so sehen könnt. Ich habe so trockene Haut, sorry. Das ist wirklich so ein glitzeriger Highlighter. Nichts Übertriebenes. Also ja, wenn man das mag, super. Aber die anderen beiden Shades sind echt Bombe. Dann als nächstes der MAC Cosmetics Glow Play Blush. Ich habe die in 7 Farben. Ich habe auch bereits schon ein Video veröffentlicht. Eine Review darüber. Und Leute, diese Blushes sind so geil. Die haben so eine bouncy Textur, sind creamy, trotzdem irgendwie powdery, I don't know. Sie lassen sich auf jeden Fall so, so schön auf die Haut auftragen. Sie sehen so verdammt schön aus, haben so einen mega schönen Glow, ohne dass sie shimmery sind, sondern wirklich so, es ist nicht mal ein Sheen, es ist so fast nass. Also es sieht so, so gut aus, ist aber überhaupt gar nicht sticky wie so normale Cream Blushes. Und ja, schaut mein Video, wenn ihr mehr darüber wissen wollt. Die Blushes sind Bombe. So verdammt gut. Mein absoluter Favorite ist So Natural. Das ist eben dieser natürliche beige Ton. Und dann mag ich auch noch die Töne hier sehr. Cheer Up mag ich total. That's Peachy mag ich total. Und auch Grand ist auch so einer meiner Favorites. Dann, es kam lange nichts mehr von Fenty. Ich liebe den Brand natürlich immer noch, aber ich habe gefunden, dass in letzter Zeit nicht wirklich so geile Launches rausgekommen sind. Ich war ein bisschen enttäuscht von den kleinen Snap Shadows. Ich wollte die eigentlich unbedingt haben, aber ich habe mir dann eine Palette bestellt und ich war nicht so ein Fan davon. Deshalb, naja, okay. Was ich dafür aber mega gut finde, sind die Eyeliner. Wie heißen die jetzt? Die Fly Pencil Longwear Pencil Eyeliners. Ich habe 5 Farben, die habe ich mir alle selber gekauft. Einmal habe ich hier so ein Khaki-Grün. Das ist die Farbe... Mh,
Bank Tank. Dann habe ich hier so ein Bronzeton, das ist Puppy Eyes. Dann habe ich hier so ein Orange-Backstein-Ton, der heißt Spaghetti Straps. Dann habe ich hier so ein richtig so ein Royal-Blau und das ist See About It. Und dann habe ich hier so ein bam-knalliges Türkisblau oder so ein, wie sagt man, ja, eigentlich ist es ein Türkis. Und das ist Lady Lagoon. Und ich finde alle so verdammt gut und die habe ich so oft getragen. Ich zeige euch hier vielleicht gleich kurz Swatches. Die sind so, die kann man nicht rausdrehen. Also wenn man, die dreht man raus, aber die kann man dann nicht mehr reindrehen. Also man kann wirklich nur so viel rausmachen, wie man auch wirklich benutzt. Und ich swatche euch gleich hier. Also das ist zweimal so drüber. Das hier ist jetzt eben dieser Khaki-Ton. Das wäre Bank Tank. Dann haben wir hier den türkisen Ton und der ist Bombe. Und Lady Lagoon, wie gesagt. Dann hier See About It. Den muss man ein bisschen aufbauen. Er ist aber auch total schön, auch auf der Wasserlinie halten diese Eyeliner mega gut. Und hier dann diese Spaghetti Straps. So geil, die Farben sind so geil und es gibt so viele Farben. Ich bin ein mega Fan. Und hier Puppy Eyes, oh mein Gott, und das ist auch so schön. Moment, ich zeige euch das hier ein bisschen näher. Hier alle Shades, also wie gesagt, ich habe trockene Haut, sorry. Aber die Farben sind Bombe. Sie sind langanhaltend und trocknen sie einmal runter, dann kriegt man sie wirklich nicht mehr weg. Und ja. Kann ich sehr empfehlen. Dann ein Lipgloss, den ich ein bisschen vergessen hatte und jetzt vor ein paar Wochen wieder hervorgeholt habe. Und das ist der Pat McGrath Gold Allure Last Gloss. Das ist dieser wundervolle goldene Shade. Oh, ich liebe es. Moment, ich probiere euch hier den Swatch zu zeigen. Sorry Leute, ich habe jetzt nicht irgendwie alles geswatcht oder so, aber es gibt mittlerweile so viele Videos und so viele Swatches online. Das ist dieser Lipgloss. Das ist so ein geiler Shade. Der enthält so goldgrünliche Glitzerpartikel, die sich auf den Lippen aber nicht so, so gritty, so sandkörnig anfühlen, sondern echt schön smooth. Und das gibt den Lippen den krassesten, vollsten Look ever. Also ich liebe den Lipgloss extrem. Und ich habe hier noch einen Lipgloss und das ist der Lipgloss von MAC in der Farbe Showing Skin. Das ist ein extrem heller Nude Gloss. Der ist wirklich total hell. Also jemand, der viel dunkler ist als ich, wird diesen Gloss definitiv nicht benutzen können. Aber MAC hat so viele Lipglosses in so vielen Farben. Und das hier ist einfach für mich so geil, wenn ich einen nuden Lippenstift drauf habe und das drüber, wow, also richtig geil. Dann habe ich auch noch Lippenstifte für mich entdeckt. Ich habe von Smashbox ein Paket bekommen mit den neuen Always On Cream to Matte Lipsticks. Ich habe hier 4 Farben und Leute, oh mein Gott. Also ich zeige euch jetzt mal hier diesen Shade hier, das ist Hoops On und werdet ihr das so sehen? Also Hallo Pigment, das ist mal richtig krass und ihr habt jetzt gesehen, wie krass creamy, dass das rauskommt und Leute, kein Witz, wenn das trocknet, dann könnt ihr drüber reiben, ihr kriegt es nicht weg und es krümelt nicht wie so Liquid Lipsticks, die relativ trocken sind, dafür aber auch lang anhalten, logischerweise. Und das ist so geil. Der trocknet nachher runter. Ihr könnt drüber reiben. Es ist so langanhaltend. Es trocknet auf den Lippen nicht aus. Also es hat so Movement. Also nicht Movement, nein, es bleibt dort, wo es ist. Aber wenn ihr eure Lippen aufeinander reibt, dann habt ihr trotzdem nicht das Gefühl, ihr habt etwas mega Trockenes auf den Lippen, das euch gleich runterkrümelt. Also es ist so, so verdammt gut. So gute Lippenstifte. Ich kann sie euch nur ans Herz legen.
Einer meiner Lieblingsshades ist außerdem Just Barely. Das ist so ein Nude-Ton. Und ja, yeah, I love them. Und last but not least, definitiv not least, was trage ich echt gerade auf den Augen? Ihr werdet es vermutlich erkennen. Die Hatice Schmidt Day Palette. Und Leute, die Hatice Schmidt Lidschattenpaletten sind so verdammt gut. Ich habe kein YouTube-Video dazu gemacht. Hier haben wir Holy. So eine geile Palette, so geile Farben. Ja, ich habe kein Video dazu gedreht, einfach weil so viele schon ein Video gedreht haben. Ich habe auf Instagram ein bisschen darüber berichtet. Auch hier die Day-Palette, so schöne Farben. Und ich dachte einfach, ja, ist es nötig, dass ich jetzt noch ein Video dazu drehe? Falls ihr das von mir sehen möchtet, dann mache ich das natürlich. Aber so alles in allem, ich kann nur sagen, diese Paletten sind so verdammt gut. Die sind echt krass gut. I don't care, was alle anderen sagen. Leute, ich trage das, die Day-Palette jetzt auf meinen Augen, wie gesagt. Ich habe jetzt die Farben Sandstorm, Earth, Nebula, Cry, Promise und Mondays und Day. Eigentlich alle bis auf zwei Töne habe ich jetzt auf meinen Augen. Und die Farben lassen sich so krass gut verblenden. Sie sind so schön pigmentiert. Sie haben so eine seidige, schöne Textur. Und der Glitter Shade, den ich jetzt heute trage, Mondays, Bombe. Die Holy Palette, wie gesagt, schaut bei mir auf Instagram vorbei. Ich habe da einige Looks bereits schon gezeigt. Und boah, also echt krass. Congrats, Hatice. Die Paletten sind mega, mega gut. Und lasst euch nicht unterkriegen, ich persönlich finde sie Bombe und ich weiß, dass viele andere die Paletten auch mega feiern. Gut Leute, das sind meine Favorites. Falls ihr noch Fragen habt, dann lasst es mich unten in den Kommentaren wissen. Und gebt mir doch Bescheid, was eure absoluten Favorites sind, das würde mich total interessieren. Ich teste auch sehr gerne immer Neues aus. Und deshalb, ja. Ach und by the way, hier. Es ist jetzt noch nicht komplett getrocknet, aber man kriegt es nicht weg. Krass. Okay, gut. Also ich wünsche euch allen einen schönen Tag und bis bald. Tschüss.